So, liebe Leute, ich grüße euch. Wir spielen heute Pine Harbor. Harbor? Pine Harbor würde ich sagen, aber richtig wäre wahrscheinlich Harbor. Ja, gerade frisch rausgekommen. Ich habe es direkt runtergeladen. Alles für euch, aber ich freue mich selbst auch drauf. Hab nur einen Trailer gesehen. Eine Minute Gameplay und ich fand das spannend. Und zwar, also Shooter an sich, also ich will das auch nochmal erklären, nicht, dass das falsch ankommt. Also so Resident Evil oder so Evil Within und so, das, sowas spiele ich schon auch, ne? Aber ich spiele jetzt halt keinen Call of Duty oder so. Also ich meine so richtig typische Shooter-Games. Aber so ein bisschen Grusel, ein bisschen Horror und genau das ist es ja. Horror-Shooter, würde ich mal so sagen, so wie Resident Evil vielleicht. Also ich habe sehr wenig gesehen, aber es gibt wohl auch so Art Monster. Keine Ahnung. Viel mehr weiß ich nicht. Irgendein Dorf, abgelegen, viel Wald, cooles Feeling, so was ich gesehen habe in dem Trailer. Ja, ich war einmal kurz drin, damit ich nicht gleich so viel an den Settings rumschrauben muss. Ich habe auch heute das Licht ein bisschen dunkler, dass das ein bisschen besser auch passt hier so zu dem Spiel. Ich bin übelst gespannt. Deswegen weiter machen wir natürlich nicht. Ich habe auch wirklich noch nichts vom Spiel an sich gesehen. Ich war nur kurz drin und habe geguckt, dass alles so einigermaßen passt. Ne? Mausempfindlichkeit, Grafikeinstellung. Eventuell müssen wir da vielleicht nochmal gucken, aber eigentlich bis auf kurze Nachladeruckler. Das hatte aber nichts mit der Grafikeinstellung zu tun. So, wir gehen rein. Ich bin kein Experte, wie gesagt. Casual will ich aber nicht. Und Hardcore will ich auch nicht. Nehmen wir die Mitte. Survival hört sich auch nach einer guten Schwierigkeitsstufe an. So. Und dann schauen wir mal. Dann sitzen wir erstmal im Bus. Damn, how far is this shithole? Verdammt, wie weit ist dieses Drecksloch? Entfernt oder weg? Ich muss besser aufpassen. Ich lese es ja euch schon vor. Ihr könnt es natürlich auch selber lesen, ne? So, jetzt hat er den Brief. Was steht denn hier? Lieber Sohn, es tut mir leid, dass ich nicht bei der Beerdigung deiner Mutter sein konnte. Es tut mir auch sehr leid, dass ich dir nicht gesagt habe, warum ich fortgegangen bin und wohin ich gegangen bin. Die letzten 9 Jahre habe ich wichtige Untersuchungen geführt. Viele unschuldige Leben hingen davon ab. Aber nun denke ich, dass ich es nicht mehr alleine tun kann. Lieber Sohn, ich bitte dich um Hilfe. Bitte komm mich besuchen und ich werde dir alles erzählen und dann wirst du es alles verstehen. In Pine Harbor hat alles begonnen. Richard H. Teller, 11 Eden Street. Okay. So, läuft alles, ja. Ah, schauen wir mal. Bin richtig gespannt. Ja, das musste ich mir halt eben leider angucken. Ich wollte es nicht, aber ich wollte kurz wegen den Einstellungen gucken. Deswegen, die Busfahrt kenne ich jetzt schon, aber da passiert halt auch nichts, ne? Es dauert nur ein bisschen, also das ist, wir fahren hier an den Arsch der Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Finsterer Tunnel. Kriegt man noch richtig Bock. Also Urlaub würde ich ja auch nicht machen wollen, ehrlich gesagt. Und dann hier auch ganz alleine im Bus. Ne? Keine Menschenseele. Ja, ich glaube, da muss ich zum Beispiel einen kleinen Tacken nochmal hochgehen. Kann ich das jetzt machen? Geht ganz schnell. Weil ich bin hier schon ziemlich weit runter, aber ich habe die DPI halt relativ hoch. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ob das so passt. Kopfwackeln habe ich auch ein bisschen runtergenommen. So, ich mag das in Spielen nicht besonders. Ein bisschen habe ich es drin gelassen. Und Kamerasmoothing, das läuft dann so nach. Das ist in meinen Augen kontraproduktiv, wenn man auch gut schießen möchte, so gut ich das halt kann. Machen wir das mal so. Ja, besser, besser. Okay. Sollte jetzt passen. Ja, heute frisch rausgekommen, wie gesagt. Hab wieder mich ein bisschen umgeschaut auf Steam. Was rauskommt, was mich interessiert. Das war so das, wo ich sagte, ja, spannend sieht's aus. Ich brauche halt auch Abwechslung. Ne? Jetzt haben wir ja Supermarkt-Simulator viel gespielt.
Da sind wir jetzt aber auch bald durch, wie gesagt. Es hat ein bisschen den Reiz verloren. Und dann noch das Strategiespiel mit den Zombies, Infection Free Zone. Hatte ich jetzt mal Bock auf sowas. Wie weit ist es noch? Hey. Eigentlich heißt es für mich so, hey, hallo. Das hängt davon ab, wohin, bla bla. In ein paar Minuten. Ich konzentriere mich mehr auf den Text. Ab jetzt. Aber ihr könnt es ja zum Glück auch gut lesen. Achso, das konnte ich noch nicht wirklich sehen. Menümäßig und so. Ansonsten setze ich mich schnell auf die andere Seite. Das geht mich nun wirklich nicht an, aber bist du sicher, dass du am richtigen Ort bist? Es ist ein verlassener Ort. Soviel ich weiß, wohnt dort niemand mehr. Ja, sein Vater aber anscheinend. Also, was ist passiert? Irgendeine Fabrik ist in die Luft geflogen. Die verdammten geldgierigen Konzerne haben es wieder einmal versaut. Am jüngsten Gericht wird Gott ihnen die gerechte Bestrafung geben. Ja. Also ich weiß nicht wegen Inventar und so, da gucke ich aber gleich. Weiß ich halt noch nicht. Ansonsten setze ich mich schnell woanders hin. So, jetzt sind wir aber auch gleich da, glaube ich. Aber ich mag, das baut jetzt schon so ein bisschen die Stimmung auf, dass man eben so lange dahin fährt, alleine im Bus sitzt. Finde ich cool. So, da sind wir. Das ist dein Platz. Aber wenn du das sagst, woher weißt du das, ne? Gott segne dich. Ja, dich auch, mein Freund. Northeast Express. Tschüss. Kurz gucken. Ja, jetzt ist es mir schon wieder fast zu empfindlich. Ah, ich sehe gerade was. Die Ausdauer ist jetzt direkt hinter mir. Ich lasse das noch kurz da. Ich werde das gleich, wenn wir dann auch wissen... Oder kann ich schon ins Inventar? Okay, das zeigt mir hier unten rechts noch eine Taschenlampe. Könnte sein, dass es besser ist, mich auf die andere Seite zu setzen. Moment. So. Dann schauen wir doch mal. Also hier gibt es leichte Nachladeruckler, habe ich dann gemerkt. Aber wenn ich wieder zurückgelaufen bin... Aber es hält sich auch in Grenzen, muss ich sagen. Aber es zeigt mir nicht durchgängig alles an. Das habe ich aber mir schon fast gedacht. Ich weiß nur nicht, wonach sich das richtet. Ist ja schon auch spannend. Dann siehst du halt nur eben... Jetzt ist... Wenn es voll ist, zeigt es das an. Ne? Seht ihr? Jetzt fange ich an zu sprinten und dann verschwindet's. Oh, Alter. Oh, Mann. Okay. OP? Du tust mir nichts, oder? Na, ich weiß ja nicht. Ein Mensch? Was? Warte, warte. Es könnte sein. Mist. Hey! Kannst du reden? Ja. Lass mich dich ansehen. Was? Joshua, du? Nein, nein, nein. Solltest du... Du sollst nicht hier sein. Er darf nicht hier sein. Nein, ich weiß, ich weiß. Was? Okay, scheiße. Wir sollten nicht hier sein. Scheiße. Ruhe! Okay. Leicht durchgeknallt. Ich schneide dich los. Mach keine Dummheiten. Aha. Vater, ich habe deinen Brief bekommen. Okay, rein. Jetzt. Verdammt. Okay, besser. Wir sehen... Okay, er ist leicht benommen. Ich kann auch nicht rennen oder so.
das ist übel. So ein bisschen, als hätte man gesoffen halt, ne? Ja, aber rein? Rein geht's doch da, oder nicht? Wohin willst du denn? Ah, du hältst nur Ausschau, ob irgendwas komisch ist. Wahrscheinlich. Okay, ich geh rein. Ey, was? Wie haust du denn? Übelste Bruchbude. Okay, keine Geräusche von Türen. Kommst du? Kann ich hier schnüffeln? Nee. Lichtschalter sieht so aus, könnte man. Nein. Was ist denn hier passiert, ey? Mach die Tür zu. Junge, du siehst irgendwie ein bisschen irre aus. Ja, da sind auch mal wieder kurz Nachladeruckler. Hm. Und jetzt? Hör mir jetzt gut zu. Ich habe dir niemals Briefe geschickt. Geh jetzt in den Keller hinunter, verschließe die Tür, öffne niemandem die Tür. Ich werde viermal anklopfen. Denk dran, viermal, nicht drei, nicht fünf, vier. Hast du das verstanden? Was zum Teufel ist hier los? Wir haben keine Zeit dafür. Schließ die verdammte Tür. Ja, wo ist denn der Keller? Ja? Die Nacht, so. Er sagt Bescheid, wenn die Nacht vorbei ist. Hier ist der Keller. Aber doch ganz schöne Nachladeruckler. Zu. Ich kann auch sonst hier nichts machen, wahrscheinlich. Wie benutze ich meine Taschenlampe? F? L? Nein. Das war doch viermal, oder nicht? Alter. Ich trau mich nicht. Alter. Was passiert? Das waren vier. Ja, ich komme. Ach, er steht da und tut, als wäre nichts gewesen. Hungrig? Really? Wirklich? Wir hatten Glück heute Nacht. Es ist nur einer rumgelaufen. Das passiert manchmal. Ich arbeite an einer Reportage darüber. Josh, die Öffentlichkeit muss die Wahrheit erfahren. So wie bei dem einen, den ich gestern erschossen habe. Chemikalien, Mutationen, es ist überall. Ich versuche hier etwas zu bewirken. Dieser verdammte Konzern versucht mich zu verarschen und mich schwach zu machen, indem er meinen Sohn hierher einlädt. Und deshalb musst du diesen Ort verlassen, Joshua. Verdammt, ich habe dich seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich kann helfen. Und bevor du gehst, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Einen Gefallen? Ich gehe zu K-Gods Goods, um Nachschub zu holen. Ein paar helfende Hände und ein kleines Gespräch mit meinem Sohn werden nützlich sein. Okay, los geht's. Okay, wir sehen nicht mehr verschwommen, das ist schon mal sehr schön. Okay, hier sind teilweise kleine Ruckler. Gibt sich dann aber immer, also... Ansonsten ist es eigentlich auch ziemlich flüssig. Oder? Und jetzt ab in die Karre wahrscheinlich.
Aber sieht schöner aus eigentlich. Und für 12,59 finde ich, das finde ich für so ein Early Access auch echt okay. Muss sagen, manche sind mir einfach auch ein bisschen zu teuer, aber... Ist auch ganz cool gemacht, so wie er einsteigt. Ja. Na, Dad, alles klar. Okay, irgendwelche Konzerne und so, das irgendwie erinnert an, das ist ja auch ein kleines bisschen an Umbrella. Holprige Straße, hä? Ja. Joa. Straße kann man das auch nicht nennen, ne? Es war eine tolle Stadt, ein schöner Ort, weißt du? Ich hatte meine Ruhe, nachdem deine Mutter... Bitte keine Ausreden. Okay, okay. Okay, hier sind wir eben ausgestiegen. Mit dem Bus angekommen. Oh, wo fahren wir jetzt hin? Wie geht's deiner Familie? Getrennt. Oh, das tut mir leid. Welchen Job machst du hier genau? Naja, ich werde öffentlich darüber schreiben und versuchen, es aufzuklären. Okay, Action geht schon los. Vater? Wer bist du? Okay. Kaya, die Tochter vom Pfarrer, du hattest einen Unfall, erinnerst du dich? Da war so ein Ding. Das nächste Mal fährst du einfach drüber. Mein Vater ist gefahren, wo ist er? Es tut mir leid, da war niemand anderes, außer du. Ich muss zurück und ihn finden. Du bist Richards Sohn, richtig? Ich kenne meinen Vater. Dein Vater... Und meine Eltern, sie waren enge Freunde. Zumindest hat er hier Familie gefunden, verdammt. Ich dachte, dieser Ort wäre verlassen. Ein paar Familien sind geblieben, sie wussten nicht wohin. Nun, das schulde ich dir, aber zuerst... Oh Gott, ich verstehe, wenn du eine Chance hast, ich brauche Medizin und Benzin. Ich kann nicht selbst gehen, weil... Bitte, ich brauche es unbedingt. Ich schau mal, was ich machen kann. Nimm das, das ist sehr nützlich hier. Ich habe einen Alarm eingestellt auf deiner Uhr, als du draußen warst. Geh am besten nachts nicht raus. Ich hab's, vielen Dank dafür. Was hat sie mir denn jetzt gegeben? Ja, gar nichts. Na gut, kann ich nochmal mit ihr reden oder so? Da sehe ich das nicht. Ich habe so ein bisschen... Ja, Tearing würde ich das nicht nennen, so... Weiß nicht. Muss ich dann am Ende mal sehen, wie es in der Aufnahme ist. Aha, ach, das hat sie gemeint. Und was... Eine Batterie. Und was zu trinken. Kann ich jetzt die Taschenlampe so anmachen? Okay. Ich soll jetzt meinen Vater suchen. Okay, aber wo fangen wir an zu suchen? Erstmal gehen wir hier noch rein. Achso, und mal gucken. Okay. Ist hier noch was? Oh, ich mag das... Den Flair hier so mit dem Nebel im Wald, ist schon cool. Können wir hier rein? Nö, das ist wahrscheinlich ihr Haus. Kann man springen? Okay, springen geht irgendwie nicht. Echt nicht? Nee. Ducken, rennen, Kopf, nö, sieht nicht so aus. Ich will aber auch nicht zu lange jetzt in den Menüs drin sein. Können wir auch nichts machen. Okay, das wird ja ein Spiel für mich hier ohne Kompass und so weiter. Ich werde mich ja ständig verlaufen. Orientierung ist nicht unbedingt so meine Stärke. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich das aufnehmen kann. Okay, man kann auch
Kann man craften oder so? Kann das sein? Das sah doch jetzt einfach nur nach Brettern aus. Holzbrett, langes und flaches Stück Holz, das zum Bauen benutzt werden kann. Ey, cool, ich habe keinen. Und das finde ich eben das Geile. Ich will von Spielen gar nicht viel wissen. Ich möchte mich überraschen lassen. Ich möchte einfach reingehen, erkunden. Das ist viel besser. Zumindest für mich funktioniert das einfach viel besser. Können wir hier rein? Okay, das wird wie gesagt ihr Haus sein. Da dürfen wir nicht rein. Was ist hier für ein Steg oder was ist das hier? Aussichtsplattform. Naja, gut. Viel sehen wir im Moment nicht. Müssen wir jetzt hier lang? Oder hier? Ich laufe einfach mal jetzt hier lang. Ich habe ja keine Ahnung. Aber gibt es eine Karte? Es gibt eine Karte. Okay. Hier. Ach, da sollen wir hin. Ja, dann sind wir doch hier auf einem guten Weg eigentlich, oder? Ey, die Map gefällt mir auch. Ey, mich mag das Spiel bis jetzt voll. Bis jetzt, ne? Ich kann natürlich noch nicht wirklich viel sagen. Er haut ab. Weil ich Krach gemacht habe. Aber erstmal abhauen. Ah! Naja, komm, wir gehen weiter. Er hatte wahrscheinlich doch nichts damit zu tun. Oh, und Geräusche sind auch nicht schlecht. Schritte und so hört sich auch ganz gut an teilweise. Außerdem, wenn man so durch Bäume läuft oder so, das nicht, aber sonst... So Soundkulisse, ganz gut eigentlich. Hier, Crafting-Material. Und ist natürlich Early Access, ne? Das ist natürlich auch noch lange nicht fertig. Aber hat alles so seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wenn ein Spiel gut ist und es ist nicht super lang, dann spielst du es immer mal wieder. Oder bei Seven Days to Die hat man eh immer mal wieder gezockt. Also das ist auch so ein Spiel, das ist ja jetzt nach 10 Jahren, wird es jetzt fertig, ne? Lass uns mal kurz gucken. Hinter uns ist ein Parkplatz. Sollen wir mal gucken, ob wir da noch irgendwie... Nee. Das ist doch der Parkplatz. Ich dachte... Ah ja, ah nee. Aber ich wollte mal gucken. Dann will ich trotzdem einmal kurz hier gucken. Es sieht so aus, dass hier so offen ist. Aber ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen Schiss. Ah, hier hörst du auch, wenn da manchmal so auf Äste läuft. Naja, wir gehen hier weg. Hier ist auch bestimmt nichts. Die schreien einmal, drehen sich um und hauen ab. Oh Gott, es wird immer dunkler. Oder täuscht das? Nee, es wird dunkler. Ach du Scheiße, und wir haben nur eine Batterie. Ey, und der Weg ist noch verdammt weit. Bringt auch nicht wirklich viel hier draußen. Ach Scheiße, hätten wir uns beeilen sollen? Ich habe das gerade so genossen, mich einfach ein bisschen umzuschauen. Du Scheiße. Das ist ja gar nichts. Ich sehe gar nichts. Bringt die jetzt ein bisschen was? Naja, ein bisschen so. Sollen wir hier vielleicht irgendwie erstmal in ein Gebäude rein? Ist es vielleicht besser? Kann ich hier hoch? Nee, sieht nicht so aus. Okay, ich glaube, wir gehen... Oh nein, ich komme nicht weg. Dass man nicht springen kann, wundert mich. Da gucke ich aber nochmal ganz in Ruhe, ob das vielleicht doch geht. Ich möchte jetzt aber nicht so viel im Menü rumfummeln. Das reißt dann immer so raus, auch wenn man dann zuguckt, finde ich. Aber es sah jetzt auf den ersten Blick nicht so aus, als würde das gehen. Okay, ich glaube, wir sollten uns einfach erstmal beeilen. Aber wenn man hier irgendwie vielleicht Sachen looten kann, bin ich da auch irgendwie scharf drauf. Okay, die Hälfte haben wir.
Komm, wir sprinten mal durch. Ich mach mal ganz kurz die Lampe auch nochmal aus. Kein Bock, dass wir gleich schon gar kein Licht mehr haben, wenn es drauf ankommt. Aber man sieht fast nichts, ne? Ihr seht wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Ist das eine Alarmanlage quasi? Was hat es denn jetzt damit auf sich? Es kam doch von hier, oder? Aha. Eine Feder wahrscheinlich. Und hier sind noch Bretter. Metallschrott, okay. Was hat denn hier so gepiept? Oder war das ein Warnzeichen, weil meine Ausdauer so weit unten war? Ich hab doch keine Ahnung. Okay. Ey, wir gehen weiter jetzt. Und schon habe ich die Orientierung gleich verloren. Da ist ja auch Stockbachfenster hier. Hier ist richtig, ne? Ja. Okay. Ey, man sieht ja gar nichts. Da hätte ich abkürzen sollen, aber da sieht man ja... Ey, ich bin schon vorbei. Ich sehe nichts. Noch ein Stück nach links. Oh nein, ich bin... Nee, besser nicht. Da kommen wir nicht mehr da weg. Wenn wir ja nicht springen können. So, hier muss doch der Eingang sein. Hier? Ja, könnte sein. Junge, das siehst du ja für fast gar nicht. Hier! Jetzt. Oh Gott. Oh, ich hoffe, dass das für euch nicht noch krass dunkler ist. Sonst muss ich da nochmal an der Helligkeit dann was stellen. Das sieht eigentlich noch okay aus. Also muss ja auch ein bisschen dunkel sein, sonst kommt ja kein Feeling auf. Wir sind wieder bei seiner Hütte, ne? Ich checke auch manchmal echt gar nichts. Was ist... Hier ist Licht. Ah. Junge, da sind aber mehrere. Ah! Mach zu! Alter! Das war's schon. Das erste Mal gestorben. Wir hätten schneller machen sollen, ne? Ach, das ist ein Speicherpunkt. Kann das sein? Oder muss ich jetzt nochmal alles machen? Ne, ich glaube, wir sind jetzt an der Stelle... Ne, mein Baseballschläger ist weg. Oh Gott, nein. Nö, da ist er doch. Hä? Ich kann den nicht benutzen. Erfinde dein Inventar. Nee, finde dein Vater. Finde dein Inventar. Wieso? Hä? Boah, die ist schon fast halb leer. Ah, das war jetzt heftig mit dem Knüppel dagegen, die ganzen. Das... Aber wieso kann ich den jetzt gerade nicht mehr benutzen? Muss ich den nochmal neu zuordnen vielleicht? Ja, aber ist ja auf der 1. Oder kann ich den jetzt hier nicht benutzen, weil es jetzt gerade friedvoll ist oder was? Ja, wir machen erstmal weiter. Direkt schon einmal krepiert. Übel. Der ist vielleicht... Ist er im Keller? Nee. Okay, wir können doch mehr looten, als ich dachte. Ärgert mich ja schon, dass ich jetzt einmal direkt krepiert bin. Wie schnell es dunkel wird, ne? Und
Essen heilt uns dann oder wie muss ich das verstehen? Kann ich hier irgendwie rein und raus? Nee, anscheinend nicht. Okay, die Batterie ist gleich leer. Aber wo soll ich in dem einen Gebäude draußen nebenan, da war doch Licht zu sehen, ne? Ich höre hier auch Geräusche. Das war ein Buch. Nee, das lesen wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt hier vorankommen. Und am besten noch eine Batterie vielleicht finden. Das war eine, ne? Nee. Doch, ich glaube schon. Oder müssen wir das Buch lesen? Das kann auch sein. Zylindermagnet? Das ist das, was wir gerade gefunden haben, glaube ich. Wo ist das Buch? Das machen wir, wenn wir ein bisschen mehr Ruhe haben. Jetzt gerade, ich möchte wegen der Batterie. Eigentlich schnell vorankommen. Aber andererseits sind die Sachen ja vielleicht auch wichtig, ne? So, was ist hier? Ah, okay. Ich muss noch zwei solche Gegenstände finden. Oh Gott. Und das gleich ohne Taschenlampe. Hör mal raus. Warum piept das? Ich verstehe nicht, warum das piept. Ich traue mich auch gar nicht rauszugehen, aber hier ist ja sonst nichts, ne? Warte mal. Oh, Batterien. Und ich kann halt den Schläger nicht nehmen, das ist das, was mich so irritiert. Was war das? Ach, das war von der Tür. Mal hier rein. Er nimmt den Schläger nicht. Ich kann nicht den Schläger benutzen. Finster, ey. Oh, was haben wir denn hier alles? Hm. Garage vielleicht? Ja, hier ist auch nichts. Ey, ich kann nicht schlagen, was soll ich denn machen? Wieso kann er seinen Schläger nicht benutzen? Verdammt! Das geht ja gar nicht. Junge! Alter, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ist das ein Warnzeichen? Er nimmt halt seinen Schläger nicht. Ist das ein kleiner Bug? Ich kann nicht schlagen. Jetzt. Aber wieso muss ich den... Ich hätte nochmal auf die 1 drücken müssen. Aber es stand doch auch, dass ich mit Mausrad auswählen kann. Oh, ärgerlich. Dumme Sau.
Hier wollte ich ursprünglich rein. So, aber jetzt will ich nicht mehr sterben. Das gefällt mir ja gar nicht. Kein Platz mehr im Inventar, kann das sein? Fensterbarrikade. Munition. Das ist Schrotflintenmunition, wie es aussieht. Aber wir haben das hier nicht. Aber wir haben ganz viel Metallschrott. Müssen wir das irgendwie umwandeln? Hier das? Wir haben doch hier zerlegen. Ah. Ich verstehe. Okay, jetzt machen wir das mal. Jetzt haben wir sogar ganz schön viel Schrott. Okay. Was brauchen wir für Bandage, Alkohol und Stoff? Okay, und wie nutze ich dann? Gibt es da irgendwie Schnellzugriff? Sieht nicht so aus, ne? Aber man kann sich auch mehr... Okay. Ich glaube, das macht man hiermit, ne? Ja. Da müssten wir uns ja jetzt sogar auch einmal verbinden, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und dann kannst du dir auch noch zusätzlich Ausdauer. Hier kannst du auch nochmal die Widerstandskraft. Ich probiere das kurz. Ah, da geht die Ausdauer hoch. Okay. Muss ja ausprobieren, was was bewirkt. Jetzt muss ich wieder erst die 1 drücken. Ah, okay. Jetzt muss ich die Batterie wechseln, richtig? Benutzen. So. Ich glaube wirklich, dass das immer ein Warnzeichen ist. Wir gehen zurück ins Haus. Warte mal, wo bin ich? Ich habe schon wieder die Ohren. Hier. Rein da. Müssen die Fenster zumachen. Kann ich das jetzt hier machen? Oder nur bei den Kleinen? Ausprobieren halt, ne? Hier? Ich komme da nicht richtig ran. Hier. Oder muss ich jetzt... Nö. Geht nicht. Ja, und für diese eine Tür, wir müssen ja diese zwei Dinger finden, aber wo sind die versteckt? Muss mal alles abgehen hier. Was ist das? Achso. Hier in den Keller kommen wir ja nicht. Und hier waren wir auch schon. Hier vielleicht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier.
Hier. Okay, da können wir Sachen aufbewahren. Gut zu wissen. Oh nein, schon wieder so viele. Bleib doch stehen. Alter. Einfach die Tür auf, die Schweine. Ihr könnt durchs Fenster, ich nicht. Find ich denn jetzt? Oh nein, da ist noch einer. Woher du Schwein? Nein, lauf! Lauf, 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 lauf. Scheiße. Klar, beim Vater vorhin einer und hier ganz Bude voll. Reagieren die wegen dem Licht nicht irgendwie oder so? Ey. Dumme Sau. Die sind so ein bisschen unberechenbar. Auf einmal kommen sie doch auf dich zu. Scheiße. Was macht das hier? Damit kann man bestimmt noch Molotows bauen oder so. Ja, na klar. Alter, hört das auch mal auf? Junge, Schluss jetzt. Ey, wir müssen das finden. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Wird's auch mal irgendwann wieder Tag? Wieso kann ich die Bretter hier nicht benutzen? Fragen über Fragen. Mach das zu. Ey, die machen halt einfach auf, ne? Die drehen dann ab und dann auf einmal kommen sie doch. Das hört ja gar nicht mehr auf. Kann ich hier nicht irgendwas machen? Als hätte ich den nicht getroffen. Alter Schwede. Alter, das hört nicht auf. Junge, was soll ich machen? Ey, das muss doch auch mal irgendwann wieder aufhören. Ich
habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin aufgeschmissen. Und in jedem Raum ist auch ein Fenster, wo die einfach reinkommen können. Ich weiß halt nicht. Wieso kann ich das nicht zumachen? Raus. Ey, hat er mich auf einmal gepackt. Dumme Sau. Hey. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich bin überfragt. Ich iss ja sonst nichts in der Bude. Nicht irgendwie abschließen. Es wird auch nicht wieder hell. Hier. Oh je. Kaum zu sehen, ey. Jetzt bauen wir noch eins quadratisch, also einen viereckigen. Ach du Scheiße. Kann ja überall sein. Also, ich hätte schwören können, dass da eben nichts war, aber wahrscheinlich schon, aber es ist halt echt klein, ne? Oh, das kann ja wirklich überall sein. Ist ja auch nicht markiert oder so, dass du von Weitem schon siehst hier, ich kann was aufheben, ne? Am ehesten hätte ich ja echt hier gedacht. Soll ich hier nochmal gucken? Tisch. Hier, die Schränke gehen auch nicht auf, ne? Scheiße, ey. Doch nochmal in der Werkstatt angucken, wenn das so klein ist. Hier im Schrank vielleicht. Ey, mach auf hier. Warte mal, was ist das? Geht nicht. Wieso konnte ich das hier eigentlich nicht aufheben? Ich war wirklich voll, ne? Jetzt müssen wir hier auffüllen. Ne? Hm. Kann ich nicht nutzen. Oder muss ich jetzt... Oh, Schießpulver, okay. So, mal gucken, vielleicht liegt ja hier das Teil rum. Ich dachte erst, hier könnte es sein. Scheiße. Oh, was ist das? Das
gehört doch bestimmt dazu. Ich kann damit aber jetzt gerade nichts anfangen. Oh, Kacke. Was ist hier? Bretter. Ich vermute ja, dass das auch im Haus ist, aber eigentlich haben wir doch da relativ gründlich geguckt. Oh nein, jetzt kommen die durch. Ich dachte, ich habe für diese Nacht jetzt wenigstens Ruhe. Verdammt. Wie kann ich das denn hier anbringen? Vor allem, wie viele Fenster wir flicken müssten. Der ist stabiler. Oh, Kacke. Also hier ist es ganz sicher. Oder warte mal, kann man hier vielleicht aufmachen? Nee. Ich hab doch aber alles abgesucht. Was? Was denn jetzt passiert? Weil ich in ihn gelaufen bin, weil die quasi strahlen oder was? Jetzt habe ich gar nichts mehr. Ja, der Start war mehr als holprig, das gebe ich gerne zu. Aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht geil. Was sind das Scheißding? Oh, leck mich doch am Arsch. Das zu. Mach das zu! Er macht's nicht zu. Ach, eine Waffe. Mit einem Schuss! Ich krieg zu viel. Wallchem Corp Explosion. Nach der katastrophalen Explosion in der Chemiefabrik der Wallchem Corporation ist Pine Harbor eine Geisterstadt, deren Straßen verlassen sind und als unbewohnbar gelten. Doch während die Stadt mit den verheerenden Folgen zu kämpfen hat, sieht sich die Wallchem Corp in eine Kontroverse verwickelt und versucht, die Anschuldigungen zu leugnen und Reporter, die nach der Wahrheit suchen, zum Schweigen zu bringen. Exklusiv von Richard Teller. Ja, und wir hatten vorhin auch ein... Ich habe einen Teil der Minenkarte in der Bibliothek gefunden, aber sie zeigt nur unterirdische Schutzräume. Keine unteren Ebenen. Wir müssen diesen Bereich bald säubern. Wir müssen weiterarbeiten. Lasst euch nicht von Helen erwischen. Ja, wir wissen jetzt nicht, wer Helen ist. Ah, hier. Musst du auch echt genau gucken, ne? Nee, das sieht doch auch so. Nee, das geht aber nicht. Jetzt hört sich mal an, als würde er frieren. Kann das sein? Ja, immerhin die Waffe schon mal gefunden. Ja, auch lange genug gedauert. Und trotzdem würde ich gerne wissen, wie ich diese Bretter hier... Einfache, aber widerstandsfähige Barriere für ein Fenster. Damit kannst du dein Haus besser schützen. Aber wir haben auch noch kein Benzin. Ja, aber Bandagen habe ich selber alle gebraucht. Ablegen, benutzen... Baumodus. Ah, okay. Dann haben wir wenigstens den Raum hier, wo wir ein bisschen geschützt sind. Ja, cool. Das macht doch Spaß. Kann ich das hier... Ne, das ist ja... Okay, deshalb habe ich vorhin gar nicht gesehen. Das ist ja quasi sicher.
Und hier, das würde ich gerne noch für den Anfang auch zu haben. Ich habe gar nicht gesehen, dass der Baumodus steht. Aber hier für, doch. Ja, cool. Das ist doch nicht schlecht. So, jetzt können wir erstmal die Taschenlampe ausmachen. Jetzt gehen wir nochmal kurz in die Garage. Ich komme jetzt langsam rein, aber es war vom Start her ein bisschen schwierig für mich. Aber macht schon trotzdem Bock. Was brauchen wir denn für Munition? Erschreckt mich doch nicht. Wir können nochmal Holzbretter machen. Das machen wir auch. So, aber jetzt... Ach du Gott. Schrotflinte, dann muss das hier normale sein. Ja. Ja, machen wir sofort mal ein bisschen was, oder? 30, 41 Schuss. So. Erstmal nachladen. 7 Schuss. Jetzt haben wir noch 50. Ah, das ist doch schon mal ganz was anderes, oder? So. Aber ich habe ja auf der Map im... Nee, jetzt hat sich das hier erledigt. Okay. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob ich noch auf... Wir haben doch vorhin so ein Buch aufgesammelt. Und das hier müsste man mal so verschieben. Wir hatten doch vorhin ein Buch gefunden. Oder war das dann das mit der Aufgabe verbunden? Ich konnte das in der Panik und in der Hektik gar nicht so richtig realisieren. Okay, aber wir haben jetzt zumindest unser Haus hier schon mal ein bisschen sicherer gemacht. Aber die Türen kann man halt nicht wirklich schließen. Aber wir haben zumindest hier und das Fenster schon mal zu. Und das große hier würde ich jetzt... Ne, hier. Wir machen erstmal auf der Seite weiter, glaube ich. Ne, hier. Ich weiß zwar nicht, wie lange die halten, aber es ist ja besser als nichts, oder? Baumodus habe ich vorhin auch nicht gesehen. Aber hier geht es nicht, oder... Also hier geht es. Wieso hier nicht? Ist das jetzt irgendwie nur ein Fehler? Und eigentlich würde es gehen? Das weiß ich halt nicht. Geht es hier? Ja, hier geht es. Wir machen die großen, glaube ich, zuerst, oder? Ich nehme jetzt einfach das hier. So. Und dann merke ich mir, wenn wir reinkommen, dass hier links eigentlich der sicherste Raum ist. Und wenn wir Sprit finden und so, dann können wir auch Licht haben und so weiter und so fort. Aber das hat schon Potenzial. Ich finde das richtig cool. Ja, der Start war jetzt nicht so geil. Bin 2-3 Mal verreckt. Aber ja, ist ja nicht ganz so wild. Ich würde sagen, das reicht aber auch für die erste Folge. Jetzt ist es zumindest Tag. Ich weiß nicht, wonach sich das richtet. Ob das hauptsächlich irgendwie dadurch, wenn dann irgendwie Gegner getriggert werden oder wenn dieses Geräusch kommt, ob das damit zusammenhängt. Das habe ich auch noch nicht kapiert. Aber vielleicht finde ich das ja noch raus. Ansonsten müssen wir jetzt quasi dahin, wo wir schon mal waren, wieder zurück. Und da, naja, wir müssen jetzt halt in die Stadt und die Sachen besorgen, weil das ist ja sie. Wir müssen jetzt hier die Sachen suchen. Und genau das versuchen wir nächste Folge auch. Ich würde sagen, wir starten dann aber in der nächsten Folge von hier drin. War schon ziemlich spannend. So. Ich weiß halt nur nicht, wann das speichert, das Spiel. Wenn ich jetzt auf Beenden gehe, ich habe einfach mal auf Beenden gedrückt und dachte, es speichert dann oder gibt mir noch eine Info, aber du warst sofort aus dem Spiel raus. Bin ich nochmal rein, um auf Nummer sicher zu gehen, aber es passt, wir spielen hier weiter. Wollte mich jetzt nur noch eben kurz verabschieden, ordentlich. Also ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen.
So, mir hat's Spaß gemacht. Mal gucken, wie es dann morgen weitergeht. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Dann würde ich sagen, bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.